Hi, ihr Lieben. Ich möchte euch kurz was aus meiner Praxis berichten. Hatte Vormittag ein wunderbares, intensives Coaching und der Klient, der bei mir war, ein Mann. Und der kam mit dem Problem, er kann sich irgendwie nicht entscheiden. Das zieht sich schon durch sein ganzes Leben, als er noch arbeitstätig war, also berufstätig war, gearbeitet hat. Konnte er das gut immer ausgleichen mit seinem Job, aber jetzt merkt er, wie schwer das ist für ihn, Entscheidungen zu treffen. Er sagt so von sich, bin ich so der große Entscheider. Und dann gibt es jetzt aber finanziell und andere Themen, die da auch anstehen und da muss er sozusagen drauf zugehen, aber er hält das zurück, er weicht da aus und so weiter. Und dann haben wir uns das auf der Ebene von Persönlichkeitsanteilen angeschaut. Ich habe dazu eine Arbeit mit ihm gemacht. Und das Spannende war wieder mal zu sehen, wenn unsere interne Kommunikation nicht funktioniert, also wenn ich nicht verstanden habe, mit welchem Anteil ich es da innerlich zu tun habe, also ich als mein Mensch, weil wenn ich einen anderen Anteil beauftrage, als der, der dafür zuständig ist, mir beim Entscheidungen helfen zu treffen, ja, da wird natürlich der Anteil, den ich da anspreche, der wird mir nicht helfen können. Also kleines Beispiel. Wenn ich jemanden, der für den Verkauf, für den Vertrieb gar nicht geeignet ist, sondern eher im Hintergrund arbeitet, gerne, wenn ich den nach vorne drücke, auf eine Stelle, wo es um Verkaufen, um Vertrieb und so weiter geht, diese Person wird dort nicht glücklich werden und diese Person wird auch nicht hilfreich sein an der Stelle. Und so ähnlich ging es ihm da auch. Er hat eine innere Instanz benutzt, um sich bei Entscheidungen helfen zu lassen, beim Entscheidungen treffen. Die war dafür gar nicht zuständig. Wir haben es schön rausgearbeitet, wofür diese Instanz, die er dauernd gefragt hat, eigentlich zuständig war. Diese Instanz war eher was von, er hat so einen schönen Satz dafür gebildet. Fürchte dich nicht, es wird werden. Also da ging es um Qualitäten wie Vertrauen und Gelassenheit. Und plötzlich wurde klar, ah, deswegen ist das so schwierig mit dem Entscheiden, weil diese Instanz, die er da fragt, diese Ressource, hat gar nichts damit zu tun. Die konnte ihn nur blockieren, weil die natürlich völlig überfordert war damit, ihm bei Entscheidungen zu helfen. Sehr, fand ich sehr, sehr spannend, war eine sehr schöne Arbeit und er war total erleichtert danach, da jetzt endlich eine Lösung gefunden zu haben. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist ein kleiner Einblick, was ich in meiner Praxis so mache. Ciao.